Hallo, hier Christoph. Hier ist Balázs Gál von Endeavor TV vor dem Apple Store in München und hier ganz nice mit einem Samsung Mobile Bag. Und ja, die Kamera vorher, er wurde vorhin schon ja angesprochen darauf, sag ich mal ganz nett. Ja, bitte Balázs, erzähl uns, was hier abgeht. Ja, zuerst nochmal willkommen an LTV. Wir sind jetzt fast schon 3 Uhr hier. Also es ist fast schon 3 Uhr morgens, noch 5 Stunden, bis das Apple iPad 3, also das neue iPad, verkauft wird. Etwas dicker, wir haben es schon vorher gesehen im Schaufenster. Es ist zum Greifen nah sozusagen, direkt vor unserer Nase. Mittlerweile, wie ihr sehen könnt, wir haben recht viele Leute, die hier anstehen. Wir gehen einfach mal kurz vor und schauen uns an, was die Leute hier so machen. Unter anderem natürlich einfach miteinander reden, Schlafsack rausgeholt. Die meisten schlafen schon ein bisschen, spielen mit ihrem iPad 2, teilweise iPad 1 rum, habe ich auch schon viel mitgesehen. Samsung-Tablets oder andere Smartphones habe ich noch nicht gesehen. Ich habe schon ein paar Buhrufe gehört, hier auf meine kleine Tasche, aber ich werde gleich noch was Kontroverseres noch rausholen. Das seht ihr dann im nächsten Video. Ja, mir ist auch ein bisschen kalt geworden, deswegen die neue Mütze. Und ja, wir sind hier wieder ganz vorne. Ganz oben, wenn ihr das vielleicht auf den schlechten, mit der schlechten Kamera von meinem Sony Ericsson Ray übrigens erkennen könnt, oben wird das iPad 3 schon mal wieder aufgepackt oder aufgestellt in kleine Reihen, und ansonsten drin werden die ganzen iPad 2s ausgetauscht, die bis jetzt die Preise und technischen Daten angezeigt haben, auf iPad 3s, wobei man eigentlich den Unterschied nicht erkennen wird, aber das Display ist natürlich viel schöner, man sieht die Pixel nicht mehr durch die ganz hohe Auflösung, und das wird es wahrscheinlich vielleicht bald günstig auf mindeal.com geben. Mein Name ist Balázs Gál von Endeavor TV, wir haben fast 3 Uhr hier in München, wir haben uns den Bauch eigentlich vorgeschlagen mit dem Chris von taptech.de, der euch vorhin das Intro gemacht hat, und ja, vielen Dank, dass ihr zuschaut, und bis bald. Thank you.